Moin, sind Samuel Marx von Geekslife Lützeburg und ich bin heim mit Rabio, einem Lützeburgischen Let's Player. Ja, mein Name ist wie gesagt Rabio und ich habe heute ein Thema, also ich habe ein Thema für euch, und zwar ein Charity-Livestream. So, was kannst du mal über deinen Charity-Livestream erzählen? Das ist ein Livestream für 24 Stunden, den dann integral so sammelt für den TDV. Und da werden wir dann auf Twitch, auf Facebook und auf YouTube live sehen, über 24 Stunden. Und werden da verschiedene Spieler spielen, wie Overwatch, Diablo, Rocket League, Dead by Daylight. Also wir haben eine riesen Masse von Spielern und wir passen also auch noch den Leuten an, die noch gucken, für ein bisschen mit den Leuten zu gucken, zu spielen. Du hast gesagt, dass für Wohltätigkeitszwecke, also für eine gemeinnützige Organisation, für was geht das? Wie gesagt, das ist ein TDV. Ein TDV sammelt halt so für die Forschung gegen Krebs. Und die will man halt unterstützen mit diesem Gaming. Und auch weisen, dass Gamer, mehr Gamer, alle auch sozial sind und auch etwas für die Allgemeinheit machen können. Und dafür haben wir halt den Livestream an die Leben gerufen. Das ist immer mehr. Wie meinst du das genau? Also mehr als Kollegen von mir, verschiedene YouTuberen auch, und, also die Gruppe, wo ich am meisten mal nicht spiele, komme so und so. Und nach einem YouTuber, wo wir dann auf die Idee gekommen sind, für das zu machen. Und ja, und haben wir einfach gesagt, wir machen das auch für den TDV, weil es dann die Zeit fällt. Und wir haben gesagt, wir haben schon bei uns an der Familie viele Leute, leider, die darum gestorben sind. Und dafür haben wir gesagt, das ist ein gutes Zweck, für das wollen wir sammeln. Also die nächste Woche gerade bei Wohltätigkeits-Livestreamen, wie viel Prozentteil von Geld, das wir kriegen, geht dann genau in die Television? Mal alles. Das alles. Ist 100%? 100%. Wir haben keinen Cent. Wir haben all die Spenden, die rankommen, gehen 100% in die Television. Wir haben gar nichts. Und dann haben wir noch ein T-Shirt verkauft. Oder dann T-Shirt von uns kann tun, verschiedene Farben, verschiedene Größen, verschiedene Logos. Die können dabei kaufen. Also nicht kaufen, ab 15 Euro könnt ihr den mit dabei kriegen. Die 15 Euro, die Stadt kostet 15 Euro, gehen auch ganz und TV-Kästen für ein T-Shirt, gehen Deals von unserem Sponsor überholt und Deals von euch selber nach. So, wenn ihr den Livestream noch machen? Mal den auch schon relativ schnell gleich. Und zwar, wenn ihr dieses Video seht, nächste Woche. Samstag, der 15. und 16. April, ab 6 Uhr geht los, bis 6 Uhr dann Sonntag. So, von den Kollegen, von den anderen Let's Player, kannst du von ihm so, dass man wissen, wie ein Mod dabei ist? Also wir haben eigentlich den Teikel, der ist so ein neuer Lützeburger YouTuber, der mich ein bisschen GTA-Content, technisch Reviewen von Hardware-Dealer für Computer. Dann habe ich noch meinen besten Kollegen, den Kim, den aus, wir sind seit 10 Jahren befreundet, den ich da mit. Und dann von den Leuten, wo ich halt auch oft zusammen spiele, Joel, Chris, in, aus meiner Community, den sich halt bei mir angeschleimt wird. Und nach einem anderen Kim, wenn zwei Kimmen. Und deren Freundinnen sind auch noch dabei für zu essen und die Hölle von überall mit. Wir sind also insgesamt 7 Leute, die spielen. Ah ne, 6 Leute, die spielen, einen, den auf den Shadow passt, und 2 Stück, die immer rumhelfen, abräumen, essen, kochen und alles. Also insgesamt sind wir 8-9 Leute. Okay. Und 24 Stunden am Stück werden wir dann da sein? Genau, 24 Stunden am Stück sind wir dann da. Ohne Pause, ohne nichts, rikal durch. So, wenn die Leute wollen Livestream sehen, wo können sie genau fahren? Wir streamen, wie gesagt, auf 3 Plattformen, auf YouTube, Twitch und Facebook. Auf YouTube also YouTube/RabioLU, sowie auf Twitch auch, das ist auch Twitch/RabioLU. Und dann auf Facebook also dann Facebook/ZockenMatHerz, so wie der Livestream auch halt heißt. Wie sieht da eigentlich genau auf die Idee kommen, also du an den Kollegen? Mal an sich war meine Idee, und zwar sind es von der Arbeit hingeforscht, hat Radio und da haben sie dann halt Werbung gemacht für den TV. So mehr sich nach Leute, die pazifizieren, für Matze machen, für uns zu unterstützen. Und ich mal so, weil irgendwie 2 Wochen für drunten und einen Tag für drunten in anderen Livestream war aus Deutschland,
Ich meine, gut, da könnte ich noch ein kleines Lützebüsch machen. Du siehst dann halt, ob Zocken mit Herz kommen, wie ich es nennen. Weil halt für ein Televideo muss war und das ist ja auch. Das hast du halt Entstehung und dann ist dann Claudio, den halt macht mir alles plankt, nächste Nacht in der Show gesagt, ey, schon eine Idee. So, ja? Livestream 24 Stunden für guten Zweck. Okay, machen wir. Und der nächste war halt vollkommen ungeplankt, vollkommen spontan, Computer eigentlich aufgestürzt. Da hätte ich die 24 Stunden nicht durchgemacht. Und ja, da war es ein bisschen viel schief gelaufen und das war viel besser präpariert. Und Hardware ohne Ende dabei gekauft, ist ein Streaming-PC, Videomischpult, Audiomischpult, Mikrofon ohne Ende. Und das hier haben wir wirklich gute Qualität dabei. Du hast gesagt, du hast schon ein paar so Livestream gemacht. Was könnt ihr dann dort zusammen? Du könnt mal insgesamt 350 Euro zusammen. Für die Eschke ja nicht schlecht. Weil das so kurz geplant war, war ich mein, innerhalb von zwei Monaten. Da haben wir immer wieder umgefangen haben mit Werbung machen. Da könnt nicht wirklich viel mit. Und das hier sind wir da aber schon viel mehr weit. Wir waren beim Eldo, wir waren bei We Love Games, wir waren bei allen möglichen. Letztes Mal Gaming-Seiten, die gibt es. Ja, das geht immer schon viel besser für Berät. Das ist gut, das ist gut. Was hast du zum Beispiel ein bisschen eher einen YouTube-Channel? Was ist genau Rabio? Rabio ist eigentlich so ein bisschen trashy. Ich mache ein bisschen von allen. Ich mache. Was ich am meisten mache, sind Livestreams. Da kommen Let's Plays. Da kommen so Veranstaltungsvideos, wie ich dann reloggen von Veranstaltungen. Oder wenn ich mal etwas Spezielles mache, zum Beispiel wenn Eldo gehen oder auf das Springbait gehen, dann machst du von einem Video, ob da Games kommen, natürlich. Also ein bisschen durchnehmen, mehr hauptsächlich Gaming. Okay. Und seit wann machst du das? Also ich bin, also mein YouTube-Kanal habe ich 2012 gemacht, also kreiert. Und sind auch die ersten Videos schon gekommen. Das waren so Fotomontage, mal irgendeinen Linkin Park kann drauf, weil das nicht ideal ist. Also nun für rund 2-3 Jahre richtig angefangen mit Let's Plays, mit Livestreams. Und halt mal auf Gamescom gehen, mit der Kamera. Und ja, so 2-3 Jahre mache ich das dann wirklich aktiv. Okay. Ja. Du warst an der Lützeburg Let's Play 10, hast du schon bei anderen Seiten Mat geschafft? Genau, also ich meine, mich kennt leider nicht mehr. Also ich kenne so einen guten Ruf. Aber das war eigentlich Lux Game TV, den ist mittlerweile abgelöst, umbenannt, welchen Bewertung steht das? An Luxemburg Gaming Friends Clan. Da habe ich auch eine Zeit lang Mat gemacht und ich auch Re-Uploads von meinen Videos gemacht. Aber du hast doch in einer Zeit an Wasserfall auf. Und dann habe ich mit meinem eigenen Kanal weitergemacht. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen alles ausprobiert, was so Lützeburg YouTube umgeht. Verstehst du dich doch noch gut mit den anderen Let's Player? Ich meine, es gibt immer ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zwischen mehr an anderen Leuten, mehr am großen Ganzen verstehe ich mich gut mit den Leuten. Also schon dann einmal merci für all die Leute, die interessiert sind. Guckt erst den Livestream an für den Televis. Das ist krebskranke Kanal, das ist eine gute Sache. Genau. Und viel Spaß für die Zeit und das Interview. Merci auch. Ja. Allez, ciao. Ciao. Yeah.